Hallo zusammen, willkommen bei IBTV. Ihr schaut den Zillertaler Schnellschuss mit dem Fasi und dem Loris. Das erste Konzert, das du besucht hast? Der David Hasselhoff. Wo? Ja. Wo hast du David Hasselhoff geschaut? Wo ist das? Irgendwo in der Innerschweiz. Per Zufall so spontan mit meinem Vater, seiner Freundin, haben wir da zu machen. Das war mein erstes so richtiges Konzert. Wenn wir beide auf einer Insel stranden würden, wer würde länger überleben? Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, ich habe das Gefühl, wir würden uns gegenseitig so am Leben behalten. Bis du mich am Schluss aufwiesst. Ich glaube, der Kannibal kommt bei mir vor dir durch. Ja, das glaube ich. Du weißt das Lied, du wirst sagen, komm, nimm meine Finger. Beschreib mich in zwei Worten. Ehrlich und liebevoll. Yes. Das war eine schöne Antwort. Ich muss sagen, oh, fucking. Sorry. Ja, das hat mich gerade ein bisschen emotional gemacht. Okay, das ist eine gute Frage. Bin gespannt. Der schlechteste Torjubel, den du je gesehen hast? Ja, da nehme ich gerade fast mich selber. Ich bin sehr oft hochgenommen worden, so letztes Jahr, als ich zu tun gespielt habe, weil ich so immer aus den Emotionen rausgejubelt habe, dass ich einfach irgendetwas gemacht habe. Da gibt es die engste Beispiele. Ja, da würde ich jetzt lieber mich selber erwähnen, statt den anderen. Was ist dein Lieblingstier? Ich habe früher den Blauwal schön gefunden. Frag mich nicht wieso. Blauwal war für mich das Tier. Ich habe immer Vorträge gemacht über den Blauwal. Aber jetzt... Schon mal einen gesehen? Nein, noch nie. Wir sind nicht gerade um die Ecke, gell? Wer wird in 30 Jahren besser aussehen, du oder ich? Ja, aber das ist so eine Scheissfrage. Ja, das ist eine Scheissfrage. Du musst eine diplomatische Antwort wählen. Ja gut, nein, das ist für mich schon klar. Nein. Du siehst jetzt schon besser aus, also wirst du in 30 Jahren besser aussehen. Nein, das sei ich. Das lassen wir nicht schauen. Das habe ich nicht gerne. Interessante Frage. Der intelligenteste Spieler der Mannschaft? Das ist noch etwas schwierig halt zu sagen. Die einen haben so ein Intelligenz durch das, dass sie schon ein mehr Lebenserfahrung haben. Mhm. Aber was ist intelligent? Das ist noch schwierig. Aber ich würde, jetzt, auch wenn es ein bisschen blöd ist, fast auch dir wieder den Punkt geben. Du tust dich gerne mit so speziellen Sachen auseinandersetzen. Und wow. Schon recht. Wir haben es nicht abgemacht, oder? Ein grosses Wissen dir angeeignet, das muss ich dir schon geben. Ich sage jetzt auch an Steve und an Wolf, die Erfahrung haben, die sind schon auch sehr intelligent, aber du interessierst dich sehr für so. Selbst, also ihr müsst seine Bücher sehen, die oben liegen, dann wisst ihr, warum ich jetzt so eine Antwort gebe. Ich sehe schon die Sprüche von Wolf und von Steve, wenn sie das Interview gesehen haben. In welchen Popstar warst du als Teenager verliebt? Miley Cyrus. Das verstehe ich bis heute nicht. Ich auch nicht. Das ist... Miley Cyrus. Ja, es war so, ich hatte eine Freundin von meinem Vater, hatte eine junge Tochter, die war so Hannah Montana-Fan. Da bin ich irgendwie dort reingekommen. Und ich hoffe, sie schaut zu. Miley? Ja, ja. Weil das wahrscheinlich einer der letzten, was ich noch sagen würde. Name des WhatsApp-Gruppenchats, in dem du zuletzt etwas geschrieben hast. Office. Kann man Office sein. Was ist Office? Erzähl. Office ist ein Teil unserer Mannschaft. Da sind wir 6 Leute. Ja, der eine oder andere ist auf der Kippe rausgegangen. Ja, einer. Wir sagen jetzt keinen Namen, aber der weiß es. Der muss jetzt wirklich. Es ist 5 vor 12. Oh, gute Frage. Was war deine grösste Modesünde? Ich will es nicht als Modesünde bezeichnen, aber das Foto, das ich dort gemacht habe, bei der Blick, an meinem Geburtstag. Das mit dem Fasnachtskostüm. Bitte einblenden. Nein, das lassen wir jetzt. Fantastisch. Nein, aber zu dem stehe ich auch. Das hätte man sein, weil ich werde so oft auf das angesprochen. Einmal gemacht, dann können es alle mal übernehmen. Ja, sicher. Gut ist. Wer war der grösste Partytiger an der Meisterfeier? Uff. Da hat es ein paar Kandidaten. Ich sage, ich mache da den Schicki, du, ich nehme mich einen. Ja, berechtigt. Ich mache uns drei. Beim Rest weiß ich nicht. Ich glaube, so Kevin und so haben auch sehr gut gefeiert. Mhm. Aber irgendwann trennt sich die Wege und man hat es nicht mehr ganz verfolgt, wie lange die unterwegs sind. Aber ich nehme jetzt mal uns drei. Ja. Hast du Spass jetzt gerade? Sehr, ja. Wie immer, wenn ich mit dir bin. Gut gesagt. Oh, jetzt, vielleicht haben wir eins. Das letzte Buch, das du gelesen hast.
Gut, du hast mehrere Bücher ja, gerade offen. Das ist jetzt sehr hochgestochen. Jetzt wissen Sie aber, warum ich das vorher gesagt habe. Also ich habe jetzt gerade das Buch gelesen, das heisst Tao Te King. Das habe ich heute nachgeschaut. Das ist bei dir in den Raum. Ja, das ist so eine Sammlung von philosophischen Gedichten und Texten, wo die Grundlage ist vom Taoismus, wo ja, eine von der drei alten Lehren ist, mit dem Buddhismus und dem Konfuzismus zusammen. Und die bilden auch so Grundlage vom chinesischen, von der Staatsphilosophie. Ja. Und das habe ich jetzt ein bisschen gelesen. Können Sie jetzt nachvollziehen, warum ich das vorher gesagt habe? Superkräfte. Lieber Gedanken lesen oder unsichtbar sein? Ich würde, glaube ich, lieber unsichtbar sein. Wirklich? So wie du einmal sagst, dann so ein bisschen Müsli spielen. Mal bei jemandem zu Hause schauen, was er so macht. Ja. GB mal schauen. Das wäre interessant. Würdest du mich küssen für 1 Million Franken? Der würde es für 10 Stutz machen, Mann. Nein, ehrlich. Für, ja, ja. Für 1 Million schon. Ja. Dann können wir teilen, locker. Ja. Ja, die letzte Frage. Was ist deine Lieblingsfilmfigur? Ich liebe Harry Potter. Ich bin ein grosser Harry Potter-Fan. Und das ja, hat ich mich ein paar Mal gerne in den gesetzt. Das war meine Lieblingsfigur. Cool. Oder ist meine Lieblingsfigur? Oh. Frage ist schon beendet.